Hallo, bei Spocknet Erfurt, wir sind wieder mal on Tour. Heute sind wir, man sieht es nicht auf den ersten Blick, in der Südschwimmhalle und haben uns mit Gerald Stern, Trainer beim Erfurter Schwimmsportclub, verabredet. Hallo. Hallo. So, als erstes wollen wir uns natürlich in die lange Schar der Gratulanten einreihen. Sie sind vor ungefähr zwei Wochen in Eisenach zum Nachwuchstrainer des Jahres mit einem anderen Kollegen gewählt und geehrt worden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Gab es denn trotz des großen Terminkalenders, den Sie haben, Zeit zum Feiern? Ja, Zeit zum Feiern nicht unbedingt, aber ich habe mich sehr gefreut über die Auszeichnung und zusammen mit 10 anderen Trainern aus Thüringen habe ich gerne diese Auszeichnung entgegengenommen. So eine Auszeichnung kriegt man ja nicht für lange Wasser und Sie sind ja schon sehr, sehr, sehr lange dabei. Wir haben es mal versucht rauszukriegen, wir haben keine Zahl gefunden, keiner konnte uns eine verlässliche nennen. Ist das dann so ein Zeitpunkt, wo man auch mal kurz Bilanz sieht und würde die ausfallen? Ja, ich bin seit 1986 Trainer hier in Erfurt, damals beim Turbine Erfurt noch, die sich ja dann mit der Wende dann auch umbenannt haben, so wie viele andere Vereine, die hier in Erfurt waren. Und wir sind jetzt Erfurter Schwimmsportclub und letztendlich eine Bilanz ziehe ich eigentlich jährlich. Das hat jetzt mit so einer Auszeichnung weniger zu tun. Aber man freut sich, dass man auch, weil auch ein Großteil für mich Ehrenamt ist, dass das auch entsprechend gewürdigt wird. Wenn Sie schon so lange dabei sind, kann man denn so sagen, wie sich in der Laufung der Zeit der Schwimmsport in Erfurt entwickelt hat? Ja, wir haben natürlich heutzutage mit ganz anderen Sachen zu kämpfen als noch vor der Wende, vor 1990. Ich habe 1986, wie gesagt, mit dem Trainerberuf angefangen. Dort war das alles noch sehr professionell. Wir waren mehr als 14 Trainer hier, haben im Prinzip die Arbeit gemacht, die wir zurzeit mit zwei oder ich sag mal mit drei Trainern hier versuchen, über die Bühne zu kriegen. Und das ist natürlich eine ganz andere Aufgabe, ganz anderer Aufgabenbereich, den man dann auch noch mit abdecken muss, vor allen Dingen Wettkämpfe zu organisieren, alles, was damit zusammenhängt, die Fahrerei, Trainingslager organisieren, alles, was damit auch zusammenhängt mit den Finanzen und so weiter. Das ist ein riesengroßes Feld. Wir hatten auch letzte Woche hier einen großen Wettkampf, auch den müssen wir eigenständig versuchen, über die Bühne zu kriegen. Und das ist natürlich ein Riesenaufgabenfeld, was sich natürlich von dem, was wir früher zu bewerkstelligen hatten, deutlich unterscheidet. Früher hatten wir, ich sag mal vor der Wende, war das alles viel professioneller noch und auch auf mehrere Schultern verteilt. Wir hatten Cheftrainer, wir hatten Sekretärinnen, wir hatten Leute, die uns die Wettkämpfe organisiert haben. Und das haben wir natürlich heute alles nicht mehr und müssen das zum größten Teil selber machen. Trotzdem wir eine große Unterstützung vom Thüringer Schwimmverband haben, mit der Geschäftsführerin, mit der Jenny Joel und auch wir als Kollegen untereinander verstehen uns sehr gut und jeder kann sich auf den anderen verlassen und jeder hat seinen Aufgabenbereich und versucht das auch dementsprechend so gut wie möglich zu machen. Sie haben es angesprochen, es hat sich sicherlich einiges verändert und einiges getan. Wünscht man sich manchmal, ich sag mal, gerade von Seiten der Stadt ein bisschen mehr Unterstützung? Ich gucke jetzt mal gerade auf ein Feld auch nach Jena. Dort hat man gerade eine neue Schwimmhalle gebaut. In Erfurt diskutiert man seit, ich weiß nicht wie viele Jahren darüber, eine dritte nötige zu bauen. Ist das wie? Uns würde es als Verein natürlich deutlich helfen, weil wir, was die Vereinstrainingszeiten anbetrifft, da sehr eingeschränkt sind. Jeder Verein in Erfurt, der hier die Schwimmhalle braucht, würde sich gerne ein bisschen, ich sag mal, erweitern und deutlich mehr Trainingszeiten zu haben. Dadurch würde natürlich der Verein wachsen, dadurch würden auch die Mitglieder entsprechend mehr werden, es würden mehr Einnahmen kommen und man könnte den Erfurter
der Erfurter Bevölkerung deutlich mehr bieten, was die Schummerei anbetrifft. Und nicht nur den Sportlern selber, sondern auch den Eltern und so weiter. Das ist ja ein riesenweites Feld, wo man letztendlich auch viel mehr Einnahmen hat. Wir sind jedes Mal, wenn wir Wettkämpfe veranstalten, kommen wir an Grenzen, was Kampfrichter anbetrifft, Wettkampfrichter, die eigentlich auch ausgebildet werden müssen, wo wir immer versuchen, so viel wie möglich auszubilden. Aber wenn man nur einen kleinen Teil hat an Sportlern und dementsprechend auch einen kleinen Teil an Eltern, die man ansprechen kann, ist das natürlich immer, kommen wir immer an Grenzen, und das fällt uns insofern dann auch auf die Füße, dass wir dann eigene Wettkämpfe nicht so ausführen können, wie wir das gerne hätten, und auch in der Größenordnung ausführen können, wie wir es gerne hätten. Das wäre es ein Punkt, aber es geht natürlich auch noch viel, viel weiter in die Richtung, dass man wirklich viel mehr Kindern auch das Schwimmen lernen kann und so weiter. Also wenn eine dritte Schwimmhalle irgendwo mal angedacht wird, das wäre schon eine Riesenerleichterung für alle. Da kann ich mich nur anschließen. Sie haben es gerade angedeutet. Am Wochenende war hier, ich will nicht sagen die Hölle los, aber es war Reglerbetrieb. Es war Plecky Cup. Wie ist es gelaufen? Der Plecky Cup ist gut gelaufen. Wir hatten ein bisschen Terminschwierigkeiten. Das weiß man aber, wenn man diesen Termin festlegt, ein Jahr vorher, oder im Prinzip ist das ja ein fester Termin, nicht ganz so einfach. Zumal wir hatten in Thüringen letzte Woche den Mehrkampfpokal in Apolda. Wir haben jetzt diese Woche den Plecky Cup. Wir haben nächste Woche in Gotha die Thüringer Meisterschaft in Kurzbahn. Sodass natürlich auch für die Leute, für die Thüringer Vereine vor allen Dingen, das ein ungünstiger Termin war, drei Wochenenden hintereinander, sind an sich ja auch immer dieselben Sportler oder dieselben Kampfrichter und so weiter dort laufen auf. Und da tun sich natürlich die Vereine, der Thüringer Vereine vor allen Dingen, dann auch entsprechend die Wettkämpfe raussuchen und nehmen zurzeit zumindest erstmal diese Kurzbahnwettkämpfe eher wahr als jetzt hier den Plecky Cup. Auf der anderen Seite, wir hatten sonst auch immer viel mehr Vereine, diesmal waren es 20 Vereine, die teilgenommen haben. Wir hatten sonst immer viel mehr Vereine auch aus Sachsen-Anhalt, die haben selber, Sachsen-Anhalt hatte Ferien, Sachsen, die haben selber ihre Kurzbahnmeisterschaften, und somit waren da jetzt auch nicht so viele Sportler anwesend, es war ein Teil da, aber wir haben sonst vom Umfang her mit weit mehr als 200 Sportler, 250 Sportler hatten wir auch schon. Und diesmal waren es 140 vom Umfang her. An den Leistungen her war es eigentlich sehr gut. Die Sportler, die da waren, sind drei Thüringer Landes- oder Altersklassenrekorde geschoben worden. Einer von Michael Kahnwald, der ist schon ein bisschen älter, im Mastersbereich. Und zwei von Luis Bauer, der über 50 und über 100 Meter Brust dort seine Bestzeit jetzt schon deutlich unterboten hat. Das war eine sehr gute Leistung. Aber auch Leute wie Jonas Reuter, der auch jetzt seit heute im Bundeskader wieder ist, ein sehr junger Sportler im Jahr 2009, auch der hat seine Leistung, ist an seine Leistung sehr nah rangekommen, und auch eine Lale Präger vom Erfurter SSC ist viele Bestzeiten schon. Das sind so die mir jetzt einfallen und wo auch nicht nur in der Quantität, sondern vor allen Dingen immer an der Qualität gute Leistung erreicht wurden. Lassen wir uns noch einen ganz kleinen Blick zurückwerfen. Der Sommer war ja für euch auch sehr interessant. Zwei Sportler von euch waren international unterwegs. Ja, das war zum einen der Franz Arnold, der der Jugend-Europameisterschaft war. Das erste Mal, er ist junger Jahrgang, das heißt, zur Jugend-Europameisterschaft können wir zwei Jahrgänge fahren. Und er war dieses Jahr, hat er sich qualifiziert, nicht in seiner Paradestrecke wie die 200 Delfin. Die haben wir von vornherein aufgrund von Verletzungen am Anfang des Jahres, mussten wir auf 200 Meter Lagen umschwenken, mussten die 200 Meter Delfin ein bisschen vernachlässigen, weil die doch deutlich trainingsintensiver sind. Und über die 200 Meter Lagen ist er dort im Finale gestanden und ist Sechster geworden. Gegen die Jahrgangsälteren auch, und das war mit deutschem Rekord sogar eine super Leistung. Das heißt, er ist noch nie jemand in seinem Altersbereich schneller geschwommen, noch kein Deutscher als Franz. Das war eine sehr gute Sache. Oskar war das zweite Mal bei der Jugend-Europameisterschaft, er war vorher ja auch als Jahrgangsjunger dabei und dieses Jahr auch. Er hat dort leider
sich ein Magen-Darm-Virus eingefangen und konnte nicht seine Leistungen bringen. Er hat es zwar versucht, aber die Ärzte haben dann auch die Notbremse gezogen und mussten dann auch sagen, dass er das lieber sein lassen soll. Er war auch sehr, sehr geschwächt und hat dort, wie gesagt, seine Leistung dann auch nicht bringen, hätte seine Leistung nicht gebracht. Es war ein bisschen schade, weil er auch in sehr guter Form war und auch Final- oder Endlaufchancen gehabt hätte. Nun bestehen ja, da hoffe ich zumindest, der Kader nicht nur aus den beiden, kommt denn noch was hinterher und sagt, da gibt es Leute, die in dem Fahrwasser mit unterwegs sind und anknüpfen? Ja, wir haben im Moment große Probleme insgesamt, ich sag mal, im Mädchenbereich, im Frauenbereich. Dort mussten viele aufgrund von Corona aufhören oder einige Mädchen, die Umfänge in der Corona-Zeit nicht schwimmen konnten, weil die Hallen zum Teil zu hatten und ihnen diese Kilometer gefehlt haben. Das ist die eine Seite und die andere Seite bei den Jungs. Ich hatte vorhin schon gesagt, Jonas Reuter ist ein Talent, der im Jahr 2009 auch mit zur deutschen Spitze gehört, über 50 und 100 Rücken auch deutscher Jahrgangsmeister geworden ist. Auch jemand wie Luis Bauer, hatte ich vorhin auch schon mal erwähnt, der jetzt hier diese Thürmer Artist-Rekorde geschoben ist, ist mit diesen Zeiten unter den besten 5 in Deutschland in seinem Jahrgang. Und auch Lale Breger, die auch Jahrgang 2009 ist und eins der wenigen Mädchen ist, die wir in diesem Bereich haben. Auch sie ist in der Lage, unter die besten 8 in Deutschland in ihrem Jahrgang zu schwimmen. Ja, von der Quantität hoffe ich, dass wir das, was wir in Corona jetzt nicht an Sportgymnasien bekommen haben, also die Einschulungen, dass die auch wieder ein bisschen mehr werden. In diesem Jahr sind die Einschulungen wieder deutlich mehr geworden und wir hoffen, dass dieser Trend auch anhält und dass wir dann dort auch von der Quantität wieder entsprechend genug Sportler haben, die dann auch mit Qualität glänzen, wie die genannten gerade. Jetzt wissen wir, dass die Schwimmer gerade jetzt in der Zeit sowas wie eine Vorbereitungsphase haben, also so in die Saison, sich auf die höheren Punkte vorbereiten. Die richtigen kommen dann wahrscheinlich aus dem nächsten Jahr. Trotzdem kein Vorblick, was steht denn an nächstes Jahr sowas? Ja, nächstes Jahr steht an erstmal für Franz die Jugendobermeisterschaft, die Qualifikation erstmal und dann entsprechend hoffentlich auch die Teilnahme und hoffentlich auch die erfolgreiche Teilnahme. Es steht für Oskar Schildknecht an, dass er sich in diesem Übergang Junior zu dem Erwachsenenbereich etabliert und dann auch dort im U23-Bereich entsprechend die angebotenen Wettkämpfe erfolgreich gestaltet. Ansonsten wollen wir natürlich bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften viele Medaillen einheimsen. Auch das ist das Ziel und wir wollen sehen, dass wir möglichst viele Sportler auch ans Sportgymnasium wieder holen, dass die Quantität, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch entsprechend stimmt. Dann drücken wir dafür die Daumen, dass das klappt, funktioniert. Wir sind sicherlich nicht das letzte Mal hier gewesen und bedanken uns, dass Sie Zeit für uns haben. Danke auch.